Ich begrüße euch zu einer weiteren Runde Night of the Dead. Wir sind an der Basis. Die kleine Welle, die uns verfolgt hat, haben wir beseitigt. Und ich habe mir überlegt, wir machen heute zusammen ein bisschen Routine. Aber nur für den Anfang. Wir machen in der zweiten Hälfte die Nacht. Und zwischendurch mache ich einen kleinen Schnitt. Das heißt, wenn es dann dunkel ist, so werde ich dann die richtigen Routinearbeiten machen. Wir wollen als erstes erstmal schauen, unsere Batterien, wie die geladen sind. Und da sieht man, die zwei hier unten sind komplett voll. Und hier oben, das habe ich auch schon gesehen mit einem halben Auge, auch die ist relativ gut geladen. Das heißt, die wird auch auf jeden Fall noch voll bis zur Nacht. Und dann denke ich, sind wir mit diesen 7 Windrädern und den 3 Batterien schon wieder ganz gut gerüstet. Bevor wir trotzdem irgendwas machen, habe ich mir überlegt, sollten wir die... Sollten wir die Maschinen wieder in Gang bringen? Haben wir überhaupt genug Platz? Ne, haben wir nicht. Gut, dann machen wir zuerst die Forschung. Erst machen wir die Forschung. Wir haben den Meisterporter gefunden. Den waren wir ja, wegen dem waren wir unterwegs an der Fabrik. Das heißt, wir kriegen nochmal 12 Inventarplätze dazu. Oh, und hier hat sich ein neues... neues Forschungsbuch aufgetan. So, was haben wir denn noch bekommen? Wir haben ein paar Bücher gekriegt. Da kommen wir nicht weiter. Hier kommen wir weiter. Geheimagent. Was bekommen wir da? Geräuschreduzierung 10%. Okay. Das machen wir auch. Und erfahrener Geheimagent. Den machen wir auch noch mit. Gut, was hatten wir noch bekommen? Taucher hatten wir bekommen. Den Taucher, das heißt Ausdauerregeneration um 15% erhöht und den nächsten um 20% erhöht, machen wir auch gleich mit. Gut, jetzt müssen wir mal durchgucken. Beziehungsweise wir können da mal hier reingucken, was war denn das noch? Anfänger, Krieger, na den haben wir glaube ich, ne? Wahrscheinlich hier irgendwo. Anfängerkrieger, den haben wir. Ist klar. Gut. Das heißt, das Forschungsbuch brauchen wir dann auch erstmal nicht mehr. Und jetzt sind wir recht gut. Schon wieder platzmäßig. Ne, das war die falsche Kiste. Hier kommt das Rad rein. Das kannst du auch gleich hier lassen. Und das schnell noch hier rein. Und da hast du schon wieder relativ viel Platz. So, jetzt können wir erstmal hinten die Maschinen. Wenn du den richtigen Ausgang nimmst, können wir erstmal die Maschinen machen. Liegt denn hier drin? Okay. Das heißt, die Bergbaumaschinen. Und die Ölpumpen natürlich. Wir haben relativ viel Öl verfahren. Mal gucken, wie viel wir diesmal kriegen. 7 waren es hier. Ja, waren 6, sind wir bei 13. Und 1, das ist natürlich gar nichts. 14. Ich denke, da haben wir tatsächlich am Ende mehr verbraucht. Na gut, dann ist es so. Oh, guck mal, herzlichen Fuchs. Zu Tode gespiked. Ja, ist nichts drin. So, haben wir Samen zufällig gefunden irgendwo? Nö. Müssen wir uns dann organisieren. Wir haben Entenfedern einmal bekommen. Ich weiß aber nicht mal, wofür die waren. Das heißt, wir gucken dann gleich mal nach. Ich glaube tatsächlich, dass es für die Munitionstaschen und die Materialtaschen war. Ja, in der Lebensmitteltasche nicht, da brauchen wir oben das Skalare. Bin ich blind? Sehe ich sie nicht? Ach so, können wir gar nicht erforschen. Ne, dann waren es die nicht. Dann waren es die nicht. Gut, was ich gerade gesehen habe.
Den Zweihänder kriegt man Aluminiumbahn, sehr gut. Und den, was haben wir hier unten? Das Polizeischild war es noch. Da gibt es auch eine Aluminiumbahn. Ja, auch. Ja. Und hier. Ja, das ist doch wunderschön. Haben wir jetzt mit einem Rutsch 5 Aluminiumbahnen. Wunderbar. Das Beil kannst du auch zerlegen. Gibt es auch eine Aluminiumbahn. Wunderbar. Läuft. Gut. Die Eisenschuhe waren im ersten Moment nicht besser. Wir haben zumindest einen Spulenplatz mehr, aber eine Spule weniger drin. Was haben sie da oben? Erfasster Schaden und Schaden. Er hat nur erfassten Schaden, okay. Schaden plus 2 und alle Statistiken plus 3 und er hat Ausdauer plus 10. Hat auch seinen Reiz, Ausdauer plus 10. Wo sind wir bei Ausdauer? Okay, kann man mitleben. Dann machen wir zuerst das. Spulen haben wir ja heute keine gefunden. Nee, schade. Das heißt, wir nehmen das mal rüber. Zündung und Blitzschlag hat die und die hat Festung und Kühlung. Okay. Wir dann noch eine reinmachen. Ei, haben sogar noch mehr Bonus bekommen dadurch. Gelegenheit. Wenn du Zombie tötest, erhöht die Droprate für hochgradige Ausrüstung um 10%. Gut. Dann gucken wir mal hier rein, was wir da an Spulen noch dazu packen können. Widerstand. Kühlung würde uns perspektivisch zur Selbstheilung bringen. Während das mehr Widerstände bringt. Ja, dann hauen wir die mal rein. Mal gucken. Wobei, was bei der Selbstheilung, die nächste Stufe. Brauchen wir Kühlung 15, giftig 10. Haben wir beides noch nicht. Schade. Ich neige trotzdem dazu, die Selbstheilung anzukurbeln. Aber die Widerstandswerte hochzubringen, ist natürlich auch eine gute Sache. Manchmal dauern so Entscheidungen ein bisschen länger. Und trotzdem alle erst Level 1. Macht aber nichts. Dann können wir die Lederschuhe mit verbasteln. Was die eigentlich drin, auch das Ding. Kannst du mal reinstecken, mal irgendwann verbauen. Gut, wir wollten die Entenfedern. Die Baseballwissenschaft braucht man nicht. Ach, die hat man sogar hier drin schon. Geierfedern haben wir momentan noch nie und Entenfedern. Lass uns mal hier reinschauen. Das Sturmgewehr. Dafür brauchen wir Entenfedern, sehr gut. Vorrüstung können wir nicht, alles klar. Und Polizeipistole brauchen wir auch nie aufrüsten. Man muss Sturmgewehr, das wäre sehr schön. Da kommen wir von 53 auf 58 Damage. Gift. Brauchen wir noch ein Klebeband. Wunderbar. Wir brauchen auf jeden Fall für diese Nacht wieder viel Munition. Wir haben ja wieder
eine gerade Nacht. Demzufolge braucht man Munition für die Riesen, aber die Riesenzombies nur so richtig platt bekommen, wenn wir die beschießen. Eine Kaktusfrucht, das ist schön. Da können wir doch irgendwann in die Mine rein, denn da müssen wir unbedingt rein. Tja. War nur beim ersten Mal keine Kaktusfrucht dran. Naja. Brauchen wieder Weißkohl, wenn ich mich recht erinnere. Schön, haben wir schon drei. Haben wir schon drei Ingame-Stunden vorwärts. Ja, Sperlingsfedern, die Geierfedern auf jeden Fall. Das Fuchspelz. Und wir brauchen davon wieder welche. Dass wir erstmal hier hinten schnell die Fallen nochmal aufbauen können. Ich hoffe natürlich, dass wir nicht irgendwann mal von drei Riesenzombies angegriffen werden. Ich weiß nicht, wie weit das geht, wie groß die Welle werden kann. Das müssen wir einfach mal beobachten. Und dann wird man hier oben noch mal. Also da hast du keinen Dünger eingepackt, das war natürlich blöd. Und kein Mist. Mist, kein Mist. Einmal Dünger, einmal Mist. Dann kann man auch hier oben wieder nachladen. Na, also die Batterie, die ist jetzt schon voll geladen. Das sind wir, was die Elektrik betrifft, gerüstet für die nächsten Nächte oder für die nächste Nacht auf jeden Fall. Ja, an der Basis bauen bringt jetzt gar nicht so viel. Ich müsste mal schauen, dass ich perspektivisch neue Fallen baue. Es gibt ja hier diese Fernkampffallen hier. Da muss ich mal schauen, sowas wie ein Flammenwerfer würde mich ja reizen. Allerdings vermute ich, dass der Benzin braucht zum Funktionieren. Oder irgendwelche Munition, die man mit Benzin herstellt. Railgun ist bestimmt auch ein sehr spaßiges Instrument. Aber wenn die genauso funktionieren wie die Stachelwerfer, dass die nicht zwangsläufig auf den Riesen draufgehen, dann nützt es auch nie wirklich was. Ne? Wir haben noch eine ganze Menge Zeit. Besser gesagt, ich habe noch eine ganze Menge Zeit. Wir haben die Errungenschaften aus unserem Ausflug. Haben wir ja uns zusammen angeschaut. Ach, hier haben wir noch Maulkorbbremse. Muss ich noch mal gucken. Mündungsteile für Waffe mit Reichweite. Stabilität. Ein Laservisier, Hüftfeuerstabilität. Okay. Sturmgewehr haben wir schon eins. Ah, da kann man nichts mehr dran bauen. Da kann ich taktisches Licht durch Laservisier ersetzen. Na gut, taktisches Licht hat uns bisher noch nicht so viel gebracht. Jetzt anderes. Lass uns mal drinnen. Was brachte taktisches Licht? Wahrscheinlich Licht. Ach, immer wieder schön. Gut. Oh. Gut, dann können wir es zerlegen, wenn wir hier noch eins in Reserve haben.
Gibt es dafür einen Eisenbahn? Können wir alles mit gebrauchen. Dann haben wir schon wieder eine ganze Menge Munition bekommen. Gut, das kann ich jetzt aber auch alles ohne euch machen. Oh, das heißt, wir sehen uns um 23 Uhr oder kurz vor 24 Uhr, wenn es dunkel ist, und machen zusammen die Welle. Es ist kurz vor 23 Uhr. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Da fällt mir ein, ich werde mal ein paar Ballistenbolzen einstecken. Ja, ich habe eine Taube gefunden. Die war in meiner Falle drin. Die ist irgendwo dran zerschellt. Ich möchte euch zeigen, was ich noch gemacht habe, außer die Ausrüstung und Loot sortieren und so weiter. Ich habe rausgekriegt, dass man hier ein Laufband unter so ein Pendel bauen kann. Das gibt noch eine zweite Falle, nämlich diese Beinhalterfalle. Auch die kann man hier drunter bauen, ne? Unter das Pendel. Die wird also auch gehighlightet. Ich weiß gar nicht, ob die Platte auch geht. Ne, die geht nicht, ne? Ja, also Laufband und Beinhalterfalle. Und ich habe einfach mal so ein Laufband hingebaut, habe es natürlich auch verdrahtet und will mal sehen, ob das was bringt, weil das ist natürlich, wenn die versuchen, hier rüber zu gehen, dann können die nicht mehr so schnell unterm Pendel durchlaufen. Ne? Vielleicht baue ich dann auch hier noch eins daneben, sodass das Pendel viel wirkungsvoller ist. Was dann dafür sorgen würde, dass hier hinten noch weniger Zombies ankommen. Ach, kommst du gerade nicht hoch. Ach, die Tierfallen sind auch schon wieder alle ausgelöst. Naja. Also, das als kleines Experiment. Weiß nicht, ob wir das überhaupt von hier hinten sehen können. Wahrscheinlich nicht, ne? Na doch, das Laufband da, dieses hellen Streifen, den kann man schon erkennen. Und dann müsste man ja sehen, dass das linke Pendel von hier aus gesehen, ja, weniger Zombies durchlässt, also mehr zurückschlägt. Das werden wir uns anschauen. Was ist, und hier hatte ich auch mal überlegt, so eine halbhohen Wände hinzubauen, dass ich von der Seite nicht so sehr beschossen werden kann. Gut, haben wir jetzt nicht gemacht, müssen wir mit leben. Die Batterie ist voll geladen, das hat man ja schon gesehen gehabt, genau. Und ansonsten bin ich vorbereitet, denke ich, hoffe ich. Das Sturmgewehr ist geladen. Und ich habe hier Munition hergestellt, sind knapp 500 Schuss. Also nochmal 150 mehr als wir in der letzten Nacht hatten. In der vorletzten Nacht, als die zwei Zombies, die zwei Riesenzombies da waren. Und deshalb bin ich da eigentlich auch ganz guter Dinge, dass wir es irgendwie gemeistert bekommen. Ja. Die Welle hat begonnen, es steht da. Die Trommeln sind zu hören, die Kriegstrommeln. Und jetzt gilt es abzuwarten. Die erste Welle meistens ohne Riesen, die zweite Welle mit Riesen und dann die Abschlusswelle. Ich habe hier hinten auch wieder ein paar Teile nochmal mit Eisen an die Wände hier verstärkt, Upgrade gemacht. Ist halt so Stück für Stück. Ihr seht das selbst, ich bin nicht so der Mensch, der schön baut. Es muss zweckmäßig sein. Und das tut es bis jetzt ganz gut. Okay, also das Laufband ist zumindest aktiv, aber trotzdem huschen die Zombies da drüber. Hey, er schießt auf mich. Genau sowas wollte ich halt vermeiden, dass die mir zu nahe kommen und mich beschießen oder mit Granaten bewerfen können. Aber da ist offensichtlich das Laufband nicht so effektiv. Oder habe ich es verkehrt rum eingebaut? Ne, die Pfeile zeigten in die Richtung. Ne? Nicht, dass die durchs Laufband beschleunigt werden, die Zombies. Das wäre ja Blödsinn. Ja, wie gehabt, von rechts und links strömen die Zombie-Massen herein.
Das ist die Startwelle. Ja, da müssen wir mal sehen, wie wir das machen. Vielleicht mache ich dort noch ein zweites Laufband dazu. Dass da möglicherweise ein Laufband nicht so viel bringt. Ich weiß auch gar nicht, wann das aktiviert wird. Vielleicht sind die schon drüber gelaufen, wenn es aktiviert wird. Und ich hatte mal geschaut, wie viel Zeit haben wir noch? Ich hatte mal geschaut, wir hatten ja gestern mit, ne, vorhin war das, mit den Federn das Gewehr, was hat man hier noch? Die Scharfschützengewehr, okay. Einem Upgrade unterzogen, hier wollte ich hin, das Sturmgewehr, und wenn wir das jetzt nochmal upgraden wollen, brauchen wir Eulenfedern. Also, nochmal was ganz Neues, was wir bisher noch nicht hatten. Müsste man wissen, wo findet man Eulenfedern? Wo findet man Eulen? Also ich vermute, da werden wir irgendwann an unsere Grenzen kommen mit Upgrade von Ausrüstung. Weil wir dann irgendwann das Zeug nicht mehr finden. Also gerade das ganze Federzeugs ist zwar ganz witzig gemacht, grundsätzlich eine schöne Idee. Aber man findet halt die Vögel, ne? Wenn du hier durch den Wald gehst und versuchst Vögel zu schießen, da wird ja gar nichts. Oh, da haben sie einen Baum gesprengt. Vögel siehst du so schlecht, und ihr habt es ja gesehen, als wir in der Fabrik waren und dort den einen Vogel gejagt haben. Gut, Welle Nummer 1 sollte jetzt quasi durch sein. Kommen noch vereinzelt Zombies, und dann müsste es in die zweite Welle reingehen mit den Riesen. Wenn es 1 Uhr ist, noch ist Stunde 0, noch ist alles entspannt. Guck da hoch. Long. Nicht bis hochgekommen, Kollege. Das war nix. So, die Stunde 1 hat geschlagen. Zombie-Zahlen nehmen wieder zu. Muss ich mal die Augen offen halten, wo dann der Riese auftaucht, oder die Riesen, sind ja zwei. Hoffentlich sind es nur zwei. Ich weiß nicht, ob es irgendwann mehr werden. Nach 30 haben wir jetzt schon. Eieieiei. Ich hatte auch noch mal geguckt. So wie es aussieht, brauchen wir nur noch ein Forschungsbuch, damit wir die Kommunikationsanlage bauen können. Allerdings, die Kommunikationsanlage haben wir ja schon mal in der Alpha 1 gebaut. Deshalb ist das jetzt gar nicht so das primäre Ziel. Sondern ich würde mir viel lieber die Karte noch weiter angucken, die Forschungsbücher holen, die ganzen Koordinaten abgehen sozusagen. Da hinten kommt er. Na gut. Dann machen wir als erstes Folgendes. Wir laden, dann brauchen wir das Sturmgewehr, das ist dieses, ist noch nicht mal geladen ordentlich. Huch, wieso steht dann schon da unten? Nee, alles kaputt machen, ne? Ach, da.
weiter. Oh. Ich glaube, es wäre ganz effektiv, erstmal einen wegzukriegen. Das haben wir schon geschafft. Einer ist weg. Guck mal, da steht mit einem Bein drin. Relativ viel Kälteschaden offensichtlich. Na. Gut. Also die Stachelwerfer, die bringen es nicht, würde ich mal sagen. Schießen auf alles Mögliche und nicht auf die Riesen. Schauen wir hier vorne, hier kommt noch eine große Welle. Momentan sehe ich aber auch wirklich bloß die zwei Riesen. Er liegt da. So. Hat sich's ausgeschossen mit euch. Die Batterien sind noch voll. Und die Batterie ist halb leer. Okay, passt soweit. Max Sturm gehen wir mal wieder weg. Auf jeden Fall denke ich, hat sich das Upgrade insgesamt gelohnt. Wir haben auch weniger Munition verbraucht, denke ich, als in der letzten Nacht, wo wir die Zombies besiegt haben. So, und dann können wir uns noch ein bisschen daran erfreuen, wie die Zombies durch unsere Falle geschnetzelt werden. Ich würde da grundsätzlich auch runtergehen und ein paar XP machen, indem ich mithelfe, aber das endet meistens nicht ganz so gut, deshalb die Nacht oder die Nächte immer dann eher bloß als Zuschauer unterwegs. Wobei ich denke, dass ich für die Riesenzombies ja durchaus auch ein paar XP gekriegt haben müsste. Wo sind wir hier? Das geht halt langsam vorwärts, ne? Irgendein komischer Vogel ist hier irgendwo in der Nähe. Na eben, wenn man Eulen am Ende nur nachts jagen kann, kriegt man ja nie eine Eule. Ja, also das mit den Federn, das müssen wir dann halt lassen. Das ist zwar schade. Muss dann halt das Sturmgewehr auch wieder reparieren. Ich glaube, wenn die abgenutzt sind, die Waffen, dann machen die am Ende auch weniger Schaden, als wenn sie voll repariert sind. Ich kann es aber probieren. 58. Wenn ich es repariere, bleibt doch, glaube ich, bei 58, oder? Ja, zeigt er trotzdem 58 an. So, jetzt ist hier wieder Action. Die Abschlusswelle ist unterwegs. Machen wir sicherheitshalber nochmal den Blick nach hinten. Wie das dann plötzlich doch noch ein Riese an unserer Basis steht. Weiß es halt nicht, ob es passieren kann. Also das Laufband überzeugt mich da vorne nicht. Ich habe erwartet, dass es mehr die Zombies ausbremst. Vielleicht ist es auch an der falschen Stelle dort vor der
Falle. Meine Überlegung war, wenn ich es in den vorderen Bereich des Pendels mache, dass dann das Pendel getriggert wird und gerade die schnellen Zombies möglicherweise vom Pendel erfasst werden. Manche laufen ja da relativ schnell durch. Aber der Plan scheint nicht so richtig aufzugehen. Am effektivsten sind die Pendel in Verbindung mit den Schreddern. Das zeigt sich. Manchmal trifft er mich dann doch. Aber ich habe die Selbstheilungskräfte. Eigentlich Lebensegel. Okay. Auch nicht schlecht. Na gut, jetzt dürfte das Gröbste vorbei sein. Immer noch diesen komischen Vogel. Ist jede Nacht Vollmond? Okay. Aber ich sehe ihn halt nicht. Ich wüsste auch nie, wo man gucken sollte. Ich dachte auch, dass die Vogelfallen dafür sorgen, dass mehr Vögel dann hier sind. Aber ich habe dort zum Beispiel noch nie einen Vogel sitzen sehen, was mal interessant wäre. Die sich da hinsetzen würden, sodass man sie dort nur noch abschießen muss. Gut, die Batterie hat noch drei Balken. Das ist gar nicht so schlecht. Und man hört, die Trommeln sind verstummt. Wir können uns um unsere Basis kümmern. So, nehmen wir gleich ein paar Eisenbrocken mit. Haben sie keinen Schaden gemacht an dem Zaun hinten, wo die waren auf da drüben an der anderen Seite noch. Halt, hier. Das war ja wohl mal der größte Blödsinn, den du machen konntest. Und dann kannst du wenigstens gleich die Falle reparieren. Ach nö, Leute. Manchmal läuft's halt, ne? Dann. Ja, genau. Hier bin ich. Hier bin ich. Ach, da kommt noch einer. Kommt denn die auf einmal her? Meine Güte, was für ein langsamer Tod. Gut, wir probieren's. Ne, so. Jetzt genau. Und diesmal der richtige Taste drüben. Dass du das upgradest und nicht zerstörst. Meine Güte. Ja, das passiert halt. Muss man aufpassen. R und T liegen aber auch ganz dicht beieinander.
60%, aha, da ganz schön runterge. Oh. Da hat er wieder einen Spike abgebaut. Ich habe einen Chip bekommen, wie ich gerade sehe. Dann nicht so viel Damage gemacht. Bis zur Basis rüber ist er nie gekommen, ne? Das ist alles ganz wunderbar. Da hier, ach so. Kaninchen, okay. Ah, ich repariere die Dinger mit. Vielleicht mache ich mir mal irgendwann die Mühe, hier noch mehr zu bauen, aber ich weiß auch nicht, ob die wirklich was bringen. Hinten war der Riese diesmal nicht. Demzufolge gibt es hier auch keinen Schaden. Zumindest keinen signifikanten. Dann gehen wir noch mal die Falle vor. Auch da erwarte ich hier 91, okay. Wie weit haben wir eigentlich die Pendel diesmal ausgelöst? 10 Auslösungen, ist auch nichts. Tja, dort ist ein Rabe, den brauchen wir gerade nicht. Also an der Basis machen sie gar keinen Schaden mehr. Die kleinen. Laufbahn hat 1% Schaden genommen. Na, so ist das. Ja, es zeigt in die Richtung. Also es müsste schon so sein, dass es gegen die Laufrichtung wirkt. Ah, hat mich nicht so überzeugt. Der nächtliche Soundbug hat wieder zugeschlagen. Meine Güte, wie viele Tonnen. Hier liegt ein Riesenhaufen. Also am effektivsten sind wirklich die Schredder hier am Ende. Ah, 93. Können wir mal alles reparieren. Ist aber alles im grünen Bereich, nichts passiert. Wunderbar. War wieder eine super Nacht, hat wieder alles bestens funktioniert. Ich denke sogar, dass die Riesenzombies diesmal leichter zu besiegen waren, oder bis dass ich sie leichter besiegt habe. Und was sehe ich gerade da drüben? Da liegt ein totes Tier. Was liegt es hier? Ein Reh. Wollte es durch meine Falle laufen? Möglicherweise. Da hast du noch einen Lootsack vergessen. Ja, ein bisschen Ausrüstungsgegenstände haben wir bekommen. Nichts Überwältigendes, wie ich sehe, auf den ersten Blick. Und ansonsten das Übliche. Ja, das räume ich weg. Und bereite für morgen dann wieder einen Ausflug vor. Wohin es geht, das werden wir dann sehen. Für heute bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.